Ja, hallo und willkommen bei Generalalarm mit Harald auf Kreuzfahrt. Und wir wollen uns heute mal über das Thema Fotoflat unterhalten. Seit einigen Wochen bietet AIDA ja diese Fotoflat an. Das heißt, man hat die Möglichkeit, eine unbegrenzte Anzahl an Fotos auf AIDA-Schiffen kostenfrei zum Download mitzunehmen. Ja, und wie das Ganze funktioniert, was das kostet, ob sich das lohnt, das schauen wir uns in diesem Video einmal an. Wenn dich das auch interessiert, ja, dann bleib dran. Nach dem Intro geht's los. Ja, die AIDA Fotoflat. Die kann man im Vorfeld der Reise buchen, entweder in My AIDA oder man kann sie auch an Bord buchen. Das ist dann also auch kein Thema. Preislich gesehen richtet sich die Fotoflat nach der Reiselänge. Das heißt also, bei einer Reise bis zu 7 Tagen werden 29 Euro aufgerufen. Bei einer Reiselänge von 8 bis insgesamt 14 Tagen werden 39 Euro aufgerufen. Bei einer Reiselänge, die dann ab 15 Tage geht bis 28 Tage, dort werden 49 Euro fällig. Das Ganze ist dann noch weiter gestaffelt. Die höchste Staffel ist dann für alle Reisen ab 81 Tage. Da liegt der Preis dann bei 149 Euro. Ja, was ist jetzt dann in dieser kostenfreien Flat enthalten? Nun, mehr oder weniger alle Fotos, die während der Reise hier an Bord gemacht werden. Dazu zählen zum einen also erstmal das Willkommensfoto logischerweise. Dazu zählen alle Fotos, die an der Gangway gemacht werden, wenn man also dann irgendwie am Hafen ist. Dazu zählen die Fotos, die hier an Bord gemacht werden bei Events, in Restaurants, wenn hier dann das Auslaufen ist und man am Pooldeck steht. Also immer dann, wenn die Fotografen unterwegs sind und Fotos von jemandem machen, die zählen da alle dazu. Und das kommt dann obendrauf, die sogenannten Porträt-Shootings. Das sind jeden Tag so zwischen 2 und 5 Shootings, die also angeboten werden. Und die sind dann auch in der My AIDA heute entsprechend aufgeführt, sodass man zu der richtigen Zeit am richtigen Ort dann sein kann und dort an einem solchen Shooting teilnehmen kann. Teilnehmen heißt, man stellt sich dann also irgendwo in einen vorbereiteten Rahmen, so wie das bei dem Willkommensfoto halt eben auch ist, nur dass die zu unterschiedlichen Themen angeboten werden. Da gibt es dann also zum Beispiel mal ein Shooting vor dem French Kiss auf diesem Kussmundsofa oder es gibt ein Shooting im Theatrium. Es gibt dann vielleicht mal eins auf der Plaza mit irgendeinem Piratenhintergrund oder mit den AIDA-Clubbies im Hintergrund oder den AIDA-Buchstaben. Also da gibt es die unterschiedlichsten Varianten. Oben auf dem Skywalk, da werden abends zum Sonnenuntergang Shootings angeboten. Auf der Lanai-Treppe kann man sich fotografieren lassen. Also es gibt da die unterschiedlichsten Möglichkeiten und wirklich eine ganze Menge, die auf einer Reise angeboten werden. Die Fotos dieser Shootings sind ebenfalls alle in dieser Flat enthalten. Ja, wie kommt man jetzt an diese Fotos? Nun, das ist also relativ simpel. Die werden einfach über den Fotokiosk, also die Service-Terminals, bestellt. Dort wählt man seine Fotos aus. Entweder werden die per Gesichtserkennung dort eingestellt. Das sind zum Beispiel die Willkommensfotos oder die Gangway-Fotos. Oder sie werden eingestellt manuell durch das Fototeam, in dem zum Beispiel nach den Porträt-Shootings im Regelfall die Bordkarte fotografiert wird, sodass die Bilder dann der Kabine zugeordnet werden können. Das ist eine relativ einfache und simple Möglichkeit. Und für diejenigen, die an Bord keine Bordkarte bei sich haben, sondern nur das RFID-Armband tragen, da gibt es auch eine ganz einfache Lösung. Einfach die Bordkarte fotografieren und dann dort auf dem Handy vorzeigen, sodass die vom Handy abfotografiert werden kann. Ja, in dieser Fotoflat sind allerdings auch 2 Arten von Fotos nicht enthalten. Das muss man dann auch erwähnen. Das ist zum einen diese Iris-Fotografie, also wenn dieses Augeninnere fotografiert wird. Und das sind individuell vereinbarte Shootings. Wenn man also zum Fototeam geht und sagt, ich möchte also jetzt ein individuelles Fotoshooting haben, ein professionelles, die Sachen sind dann logischerweise dort nicht inkludiert. Aber alles andere, was auf dieser Reise passiert, ist enthalten und zwar in unbegrenzter Anzahl. Dazu gehört also auch, dass man an dem Fotokiosk, wenn man dann sein Foto ausgewählt hat, dieses Foto mit verschiedenen Rahmen versehen kann. Das kennt man ja von dem Willkommensfoto. Da gibt es ja auch verschiedene Varianten. Die kann man alle auswählen und ebenfalls in unbegrenzter Anzahl. Ich habe dieses Mal mein Willkommensfoto also mit 3 verschiedenen Rahmen ausgewählt und auch einmal ohne einen Rahmen, sodass ich also im Prinzip 4 verschiedene Willkommensfotos jetzt zum Download zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und das ist alles dort im Preis enthalten. Ja, wie gesagt, das Ganze wird zum Download eingestellt, also nicht ausgedruckt, sondern man erhält die Fotos digital. Die Fotos, die man im Fotokiosk dann auswählt, mit oder ohne Rahmen, werden im Bordportal eingestellt und können dann dort mit dem Handy oder dem Tablet downgeloadet werden. Danach hat man sie dann auf seinem Endgerät und kann mit denen dann im Prinzip machen, was man will.
Von der Qualität her oder der Größe her sind die Bilder im Regelfall mit 24 Megapixel zum Download eingestellt. Das sind dann also 6000 x 4000 Pixel. Das ist also durchaus eine Dateigröße, mit der man schon ganz vernünftige Vergrößerungen zu Hause machen könnte. Jedes Bild hat dabei so eine Größe, so je nach Auflösung, zwischen 5 und 7 Megabyte. Ja, wenn man die Fotos danach auf seinem Endgerät hat, sprich auf dem Handy, oder man kann die logischerweise auch mit dem Laptop über das Bordportal runterladen, dann ist das Thema eigentlich schon erledigt. Nichtsdestotrotz bekommt man, wenn man zu Hause ist, per E-Mail auch nochmal einen Download-Link geschickt und könnte dann die Bilder zu Hause auch nochmal für einen begrenzten Zeitraum herunterladen. Das bezieht sich allerdings nur auf die Bilder, die man also ausgewählt hat und die im Bordportal eingestellt waren. Die, die man im Fotokiosk nicht ausgewählt, also nicht bestellt hat, auf die hat man dann von zu Hause keinen Zugriff mehr. Das würde also nur hier an Bord gehen. Wenn man die Fotos dann auf Papier haben möchte, ja, dann kann man die sich zu Hause entweder mit einem Fotodrucker selber ausdrucken oder man geht zu irgendeiner Drogerie oder einem Anbieter im Internet, schickt dem die Bilder und lässt es sich dort für kleines Geld ausdrucken. Ich selbst lasse das meistens bei DM machen. Das ist relativ günstig, das sind nur wenige Cent pro Foto. Das Ganze geht relativ schnell und bequem und die Qualität ist ja sehr gut dabei. Man kann, wenn man nur einzelne Bilder will, die natürlich auch hier an Bord ausdrucken lassen. Da kann man am Fotokiosk dann eben auch auswählen, wenn man das Foto zum Download ausgewählt hat, was dann ja nichts kostet, kann man zusätzlich auch noch sagen, ich hätte gern einen Papierabzug. Der kostet als Postkarte 10x15 dann 1,50 Euro oder als Fotoausdruck auf 13x18 cm 2 Euro. Ich denke, das sind ganz vernünftige Preise. Für 4 Euro wird sogar ein Fotomagnet angefertigt. Also von der Hinsicht her kann man an Bord noch Zusatzleistungen dazu nehmen, wenn man das möchte, aber notwendig ist das nicht zwingend. Ja, es gibt noch einen weiteren Bereich im Fotokiosk, außer den eigenen Bildern, die per Gesichtserkennung oder per Kabinennummer zugeordnet worden sind. Der nennt sich Fotos der Reise. Und jetzt auf unserer aktuellen Reise hier aus der Karibik nach Hamburg sind dort rund 150 verschiedene Fotos eingestellt. Das sind professionelle Aufnahmen vom Schiff. Das sind Aufnahmen aus den einzelnen Destinationen, aus den Häfen. Also in unserem Fall halt natürlich viel aus der Karibik. Also Fotos, die man auch kostenlos herunterladen kann und die man dann eben für sich auch verwenden kann, wenn man selbst eben keine Fotos gemacht hat oder sagt, ja, ich möchte lieber hier so qualitativ hochwertige Fotos haben. Ich meine, von so einer Karibikinsel, da ist man selbst unterwegs, das kriegt man im Regelfall hin. Aber ich sage jetzt mal professionelle Schiffsaufnahmen, die mit Drohnen und so weiter gemacht worden sind, das wird dann schon schwieriger werden. Die stehen da also auch zum Download zur Verfügung. Ja, was noch auffällt, ist die Motivation der Fotografen. Früher, als man jedes einzelne Foto kaufen musste und dafür dann Preise je nach Foto zwischen 9 und 15 Euro zahlen musste, haben die meisten davon ihr Abstand genommen und wollten die Bilder gar nicht haben. Das heißt, die Passagiere sind von der Gangway runter und wollten eigentlich keine Fotos gemacht haben. Die Fotografen standen an der Gangway und sollten eigentlich welche machen. Das hat nicht zusammengepasst. Mit dem Ergebnis auf beiden Seiten ist dann so ein bisschen Frustpotenzial da gewesen. Das ist jetzt natürlich ganz anders. Die Passagiere, die Fotoflat haben, wollen natürlich die Fotos. Die wollen auch gute Fotos, sowohl an der Gangway als logischerweise auch bei den Porträtshootings. Mit dem Ergebnis, wenn man etwas will, dann ist man da auch motivierter bei der Sache. Das heißt also, sowohl die Passagiere wollen sich fotografieren lassen, als auch die Fotografen wollen zeigen, dass sie schöne Fotos machen können. Und dirigieren dann eben nun mal auch den Gast mal ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links, achten darauf, dass im Hintergrund keine anderen Passagiere durchs Bild laufen, gucken, dass die Belichtung einigermaßen passt und die Sonne nicht im Prinzip schlecht steht. Also von der Hinsicht her merkt man, dass auf beiden Seiten einfach jetzt ein bisschen mehr Spaß bei der Sache ist. Und ein bisschen mehr Spaß führt halt eben auch zu eindeutig schöneren Fotos. Also von der Hinsicht her würde ich sagen, ist diese Fotoflat eine typische Win-Win-Situation. Die Reederei erhöht damit logischerweise die Einnahmen, weil wenn ich früher nur das Willkommensbild für 9 Euro genommen habe und jetzt 49 Euro für die Flatzahl, habe ich mal 40 Euro mehr bezahlt. Die Kosten auf der anderen Seite halten sich ziemlich in Grenzen, schlichtweg deshalb, weil ja, ich sag mal, die Fotografen ja sowieso da sind und digitale Bilder im Prinzip eigentlich nichts kosten. Also von der Hinsicht her muss man sagen, das ist also eine Lösung, bei denen der Passagier was hat. Ich schätze mal, am Ende dieser Reise werde ich so an die 50 ordentliche Fotos mit nach Hause nehmen. Ich sag mal, die Reederei hat jetzt an mir rechnerisch 40 Euro mehr verdient, als sie ansonsten an diesem einen Willkommensfoto verdient hätte. Ja, also von der Hinsicht her macht das Ganze aus meiner Sicht schon viel Sinn und ich würde mich freuen, wenn das also so beibehalten würde. Die Frage, die sich natürlich für jeden Einzelnen stellt, lohnt sich das? Und die kann man nur beantworten mit, es kommt darauf an.
Je nachdem, was ich will. Wenn ich sage, ich brauche eigentlich nur ein Willkommensfoto und ansonsten habe ich mit den Fotos nichts am Hut, die mache ich selber und ich finde meine Selfies toll, dann kann ich damit vielleicht irgendwie weniger anfangen und dann rechnet sich das nicht. Wenn ich natürlich sage, ich hätte gerne auch mal Fotos von der ganzen Familie, ich hätte gerne mal Fotos, die so ein bisschen mit unterschiedlichen Hintergründen versehen sind, möchte also aus dem Urlaub einfach ein paar schöne Fotos mitnehmen für im Verhältnis relativ kleines Geld, dann ist die Fotoflat sicherlich eine optimale Investition und das Ganze lohnt sich. Ja, soweit zu dem Thema Fotoflat. Ich hoffe, das hat jetzt so ein bisschen weitergeholfen, gibt ein bisschen Verständnis, wie funktioniert das Ganze und wie ist der Ablauf. Und von der Hinsicht her wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß auf eurer nächsten Kreuzfahrt, ja, und an euren Fotos, die dann da hoffentlich entstehen. In diesem Sinne, euer Harald.